Willkommen zurück. In diesem Video geht es um Determinanten der Nachfrage. Und wenn die Frage lautet, was sind die Determinanten der Nachfrage, dann können viele damit nichts anfangen, weil sie schon den Begriff Determinanten nicht verstehen. Was sind also Determinanten? Determinanten sind Bestimmungsgrößen. Und was sind denn jetzt schon wieder Bestimmungsgrößen? Faktoren, die etwas bestimmen, die etwas beeinflussen. Das heißt, statt Determinanten der Nachfrage oder Bestimmungsgrößen der Nachfrage könnten wir auch sagen, was beeinflusst die Nachfrage? Was beeinflusst die Nachfrage? Und wenn wir uns die Frage so übersetzen, dann kommen wir auch relativ schnell an eine Antwort. Und Sie merken schon, das ist oft der Trick. Man formuliert eine unverständliche Frage, man benutzt substantivierte Begriffe und keiner kann die Frage beantworten. Aber wenn man sich die Frage erstmal übersetzt, dann kann man sehr schnell eine Antwort generieren. Deswegen verharre ich oft in meinen Videos so lange bei der Frage. Die Frage zunächst mal übersetzen, sich zurechtlegen, ist oft der Schlüssel, um die Lösung zu finden. Was also beeinflusst die Nachfrage? Der Preis. Ja. Können Sie sich vorstellen, dass Sie sich zu Tode ärgern, wenn Sie mit der Frage, was sind die Determinanten der Nachfrage, nichts anfangen können, null Punkte haben und dann nachher irgendwann in die Lösungskizze schauen und Sie lesen der Preis und sagen, das hätte ich auch gewusst. Der Preis des Nachgefragten, wir reden ja von Determinanten der Nachfrage, Preis des nachgefragten Produktes. Das Produkt, das ich gerne kaufen möchte. Dieser Preis beeinflusst die Nachfrage, beeinflusst, wie stark die Nachfrage ist. Aber nicht nur der Preis dieses Produktes, sondern auch der Preis der Konkurrenzprodukte. Ja, ist doch völlig offensichtlich, dass auch das die Nachfrage beeinflusst. Dann natürlich, Sie merken schon, wir sehen das hier eher volkswirtschaftlich, also wir sitzen im Hubschrauber und schauen uns das ganze Spiel an. Wir sehen das nicht aus Sicht eines Unternehmens. Die Menge des Geldes, die zur Verfügung steht. Wie viel Geld haben die Haushalte oder auch die Unternehmen, je nachdem wer die Produkte kauft, frei zur Verfügung? Und dann, wie so oft, Hoffnungen und Befürchtungen. Hoffnungen und Befürchtungen, und das bezieht sich natürlich auf die Zukunft. Wie wird sich die Zukunft entwickeln? Hoffnungen und Befürchtungen. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.